Neue Runde Dota 2. Und was spielen wir? Vielleicht ein Ember. Wahrscheinlich ein Ember. Spectre wollen sie. Spectre ginge sogar. So. Spectre. Wenn sie die Landing Phase okay machen, dann geht's. Spectre wäre mal was anderes. Only 10 seconds. 5 seconds. Hurry, Nehme ich hurry. die Spectre. Das ist okay. Mal gucken. Nehmen wir die Spectre. Gegen Doom Jugger. Okay. Gucken. Viper. Na dann, hoffe ich mal, dass ich vernünftigen Lane Support habe. Sonst kann es scheiße werden. Ein TP, falls ich mal irgendwie so fies getroffen werde von Viper Strike und irgendeinem Scheiß, den ich einfach nur raus TPen möchte. Mal gucken. Ich will aber einfach dann nach einer Weile schauen, ob jemand Urn oder. Wie teuer sind Drums? Drums sind halt ziemlich teuer. Earn kostet 875, ein Aquila kostet 985, bisschen mehr. Was Kleines sollte ich schon gehen. Oder ich gehe direkt aus Vanguard, das wäre auch eine Möglichkeit. Um auf dem High Ground bleiben, die rechtzeitig sehen. We need help top. Ogre and. Ja. Guter Anfang schon mal. Good job. Sind die gleich ein bisschen low? Das ist jetzt die Frage. Wenn die beide die ganze Zeit auf der Offlane sind, immerhin nicht Viper. Viper ist in der Mitte. Ich dachte, sie vielleicht irgendwie mit Juggernaut in der Mitte und Viper gegen die Spectre schicken. Hätte ich mal viel Spaß gehabt. Wenn wir Tri-Lane against Dual-Lane. Na, erstmal kurz gucken. Schneller! Okay. Sollten auch ab und zu ein bisschen pullen. Ja. Spiritbreaker kann ich auch ganz gut Manfight. Dann jetzt natürlich die
Lane irgendwie ein bisschen hinüber. Gerade ein bisschen. Schauen wir mal. Naja, ich habe einigermaßen die Nice. Sauber. Danke. Krieg jetzt auch mal einen ab. Job. Sehr schön. Da wäre ein Suicide, auch wenn das genervt wurde, jetzt wahrscheinlich ganz gut gewesen. Okay. Die Dual Lane, die sehr nervig sein kann, weil die beide sehr tanky sind, kontrollieren wir soweit ganz gut. So halb ist meine Sorge. Wenn man eine Spectre hat, muss man halt den Farm in der Landing Phase sicherstellen, sonst sieht es schlecht aus. Anybody of you going earn? Or should I go earn? I like earn as well on Spectre, but it's alright. Yep, you're ready. Wait for a guard to come. Yeah, we wait. Okay, kommt der hier oben vorbei. I'll go for Vanguard first in this game. Nein, da habe ich zu spät auf den aufgepasst. Jetzt wollte ich... Na, wurscht. Jetzt konnte ich mir jetzt mal gleich einen Ring holen. Gut, dass ich den Ring jetzt auch habe, weil die nerven jetzt ganz gerne mal. Okay, ist eine große Wave. Gleich schon mal ein bisschen die Last jetzt anfangen, sonst haben die gleich alle am Tower. Was ein bisschen nervig ist sonst. Die jetzt aber auch nicht alle tanken. Ne, genau das. Ja, gerade noch bekommen. Oh, auch schön. Den kriege ich nicht. Ja, fuck, den dachte ich, bekomme ich. Kann mich ganz gut hier an der Seite verstecken. Nein, da kommt die Crystal Maiden.
Fuck it! Mann, ich habe es schon. Okay, sehr schön. Das ist der Schlagabtausch hier oben. Autsch. Autsch, das war jetzt natürlich nicht so schön. Was haben wir denn, ne? Can we get a lane ward? Or a ward here? Schade, das war jetzt blöd. Let's kill Doomtop. Na, reicht nicht ganz für die Crystal Maiden. Ah doch, ist gestorben. Sehr schön. Thank you. Ja. Na, bis jetzt scheint einigermaßen okay zu sein. Crystal Maiden ist top again. Für wenigstens vernünftige Vision hier. Genau so was sehe. Okay, it's a tri-lane top again. I bet you guys wanna play. Was? Not level 6 yet, I'm done. Verstehe ich so schlecht. Was die sagt. Can I just charge over top? That's kind of dangerous. They're well. Well done. Das Skewer war ein bisschen strange. Aber. Ah. Matchen. Pass mal auf, du. Könnte noch schief gehen. Kein Mana gerade. Der Dive. Hier ist ein schönen schönes Loch da in unserer Verteidigung. Crystal Maiden ist top as well, so be careful.
Ich möchte ganz gerne zum Sideshop. Ich möchte meinen Vanguard fertig machen. Das ist doch scheiße. So nicht, Christelmädchen. Ja, yeah, would be great. My ulti is ready. Can you try and burst the CM with Spearbreaker? I was meant to have this. Okay, there are four coming top. Vipers here as well. Go back, Vipers here. Okay, ich hole erstmal meinen Vanguard ab. Okay. Da gammeln sie alle rum. In dem Spiel sind Treads besser. Let me farm bottom now. And I can join you top if you have a team fight. Pant und 10-10. Okay, und uns unten ein bisschen pushen alles. You need to get out of there, dude. Oh fuck, genau in die Crystal Maiden rein. Hm. Ich lieber nach oben weggehen sollen. Bisschen klüger als nach unten. Push mit. 4 or 5 are just TP'd bottom. Well, we need to do something when they like they just push top as 4 or 5, then we need to take some objectives as well. They're pushing bottom. So take mid at least. If you don't want a team fight. If you want to team fight, I can join with ulti. But you have to initiate. If you have any last words for your bottom tower, well, we have to take at least like one tower when they push like two or three tower of ours. Also bisschen, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Dass wir es rechtzeitig erkennen. They're behind you. Careful. Magnus, can you join them? Oh, just go back now. Holt der Magnus um den Tower, dann wäre es wenigstens etwas. Um den Tower geholt, ne? Vielleicht war es so die richtige Entscheidung. Mein Tod war ziemlich dämlich da unten. I'm coming. My ulti is ready.
Sehr schön. Well done, guys. So. Alpha am Bottom. Okay. Machen wir eigentlich ganz gut. So zum Teil jetzt. Wir haben ein bisschen Objectives weggegeben, ohne da im Gegensatz was zu holen. Aber wie schon richtig erkannt wurde, wir konnten zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz teamfighten. Deswegen war es schon richtig, zumindest die Kämpfe zu avoiden. Jetzt haben wir ein paar gute genommen. Ich habe gerade gefragt, ob ich auch Coaching mache. In der Tat habe ich sowas mal überlegt. Wenn man das halt will. Ich bin jetzt nicht der beste Spieler der Welt, aber ich hätte überlegt, wenn man was in die Richtung machen kann, möchte. Ich schon ein Fight, wenn mein Ulti ist on cooldown. Was uns ein bisschen zurückgeworfen hat, war dieser eine Dive hier oben, als drei Leute gestorben sind. Ich glaube, das hat uns ganz viel Momentum gekostet. Ach komm! Danke. They're not farming at least. They're just running around the map. Yeah, attacking the bot tower. Maybe they come back in time to defend. Yep. There's split. Crystal Maiden is still top, as well as Viper. If you engage, I join with ulti. Okay, holen wir wenigstens was raus. Wenn sie dann so aussplitten. Und den Tower leider nicht bekommen. Und ich habe jetzt auch nicht sowas wie Weaver oder so, dass man einfach dahin geht und den holt. Okay, jetzt kriegen wir den Tower in der Mitte. Das sieht ganz gut aus. Sie machen das sehr konsequent auch. Wenn mein Ulti auf cooldown ist, wie jetzt gerade. Gleich weitermachen. I don't think we should. My Ulti ist on cooldown. Jetzt schaffen wir es einigermaßen, die Map aufzusplitten. Ich traue mich jetzt gerade nicht nach oben, wenn ich so wenig Mana habe. Okay, du bist in der Mitte und mich dann da blöd überraschen. Stehe ich damit runtergelassen in Hosen?
far away are you from Radiance? I'm just bought the relic. Still need like one, like 3 minutes, 4 minutes. Radiant have fortified their towers. Okay, wenn sie jetzt da im Jungle unterwegs sind irgendwo. Can you hunt them? I was low on mana, that's why I didn't. Try to push out mid. Sorry, das ist ein bisschen angespannte Stille hier bei mir. I have Radiance soon. Just let the tier 2 fall. I won't risk my radiance now. Good job, guys. Phew. Let me take the illusion rune, so I can push out the illusions. Phew. Das war ein gutes Timing jetzt. So, mal gucken, ob ich als nächstes auf den Ultimate Orb gehe. Ich glaube ja, ich finde noch mal ein bisschen mehr Stats, wenn ich überrascht werde. Jetzt sieht es schon mal ganz anders aus. Ich finde es ganz gut, dass das Team erkannt hat, was unsere Stärken und unsere Schwächen sind und unser Timing. Das ist nicht immer so. Weißt du was? Ich hole mir einfach den blöden Ultimate Orb jetzt hier.
Okay, Doom ist top. My ulti is ready and Doom just TP top. No, or didn't he? Maybe he stopped it. Okay. My ult is ready if you want to fight. Wait, we're all separated. Magnus, Magnus, don't. Don't. We need Magnus. Can you get me a coming fight? Es war ein bisschen blöd, dass wir jetzt da nicht mehr probiert haben. They go for Roche. They're inside the Roche pit. I'm ready to go. Ready to burst him? Soll ich mal gucken, wie weit sie mit Roshan sind? Ja, we should push out mid a little bit. Sauber. Well done, guys. Awesome. Whew. Na gut, das hat sich jetzt schön gedreht, das Spiel. Hat alles gut gepasst. Ulti von unserem Feuermädchen. Dann, der große Fehler von ihnen war der Doom in der Mitte. Das hat das alles eröffnet dann. Und dann haben sie halt Schiss gehabt. Sie wollten dann Roshan nicht aufgeben. Yeah, wanna go top or mid? Top. Alright. Ah, I tried to deny you. Haben sie gut verteidigt. Haben sich zwar viele Buybacks gönnen müssen, aber dass ich nicht zu lange hier bleibe. Dass sie respawnen, da muss ich ein bisschen drauf achten, auf den Timer. So. Did anyone besides Viper buy back? I thought I saw multiple buybacks, but I didn't see who bought back. Ganz sicher bin ich auch nicht. Ich glaube gerade gegen Doom und Ogre. Ich glaube, ich gehe einfach von Hard. I think I just go hard against this team.
Or do we prefer another item? Healing Ward mal mitnehmen. Ah, der Ulti hat gesessen. Mal vorbei. Butterfly wäre besser gewesen, mein Doggy. Durch das Doom bin ich ja nicht so überzeugt. Doom und auch Crystal Maiden Ulti. Ups. Muss ein bisschen aufpassen mit dem Kurier hier lang schicken. Nun ja. Can you take care of boarding until I get my sheep bus? Ah, mit Crystal Maiden. War jetzt unentschlossen, ob ich in den Teamkampf reingehe, aber hat sich dann doch gelohnt. Okay, forced another buybacks. That's alright. We should get rush. Actually. Yeah, maybe it's. I'm not sure if it's up. Nope, still down. We should get the shrines next, actually. So, jetzt ein Butterfly. Butterfly ist schon auch gut, aber das Hard war mir eine größere Priorität. Brauchen. Do you know if there's any wipes anywhere? Ja, Seratul meint gerade ein Dota-Traum. Kommunikation, aushelfen, Taktik. Stimmt, das ist echt ein gutes Spiel einfach. Verrückt, ne?
They're all missing. They're not defending mid right now. Okay, Viper is mid. He doomed my illusion. Doom is on cooldown. It's a garage, this garage, don't chase, we're not all there. Okay, is Roche up? Probably, or just go high ground. Oh, there's still tier 2 up, didn't realize. Okay, let's go top with Doom and Crystal Maiden dead. Is it up? Can someone check? It's not up. Okay, it's then up. Then let's push top while Doom is dead. Don't overextend. Magnus not with us and bot is pushing in. Let's retreat for now. Doom is respawning and bot is a huge creep wave. Okay, let's keep the lanes pushed and then go for it soon. I was meant to have this. Hä? Da nur einen dahin geschickt. Can we get here? On our way. A Roche fight is so much better than those. Just go. So. Push mal die Mitte raus mit den Illusions. Pushing the lanes, that's why. I go back to base to regen up, but I have my ulti ready. Yeah, we should. No, we, bottom tier 2 is still, still alive. Was ich ein bisschen machen könnte, ist Thread switchen. Das mache ich gar nicht. Bin ich viel zu. Passe ich überhaupt nicht drauf auf. Das ist eine Sache, die ich mal machen könnte und sollte. Eine andere Illusion hin. Okay,
Nah, just I'll stay here. Nice ulti. Die da einfach nur geplatzt. Nicht so weit chasen. Ich habe meine Ulti extra aufgehoben. Falls ich den, da hätte ich auch noch, je nachdem wie der Kampf ausgeht, einfach weiterkämpfen können und sogar nochmal Buyback und noch ein Ulti. Also dann nachmachen. Aber das braucht man gar nicht. Und dann durch den langen Kampf. Well played, guys. Konzentriere mich auf die Gebäude hier. Einfach die Megas holen. Gutes. Die arme Crystal Maiden. Das war echt ein angenehmes Team, weil wir es gut rausgespielt haben, obwohl wir am Anfang unter Druck standen. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Haben sie gut erkannt, nicht irgendwo sinnlos rumgefeedet, was auch ganz gerne immer passiert. Beim Verteidigen von Objectives, die überhaupt nicht relevant sind oder die man halt nicht, die man gerade nicht verteidigen kann. Sondern alles richtig gemacht. Einfach gut zusammengespielt. Nicht sehr nett. Well played, guys. I commend you all. It was a nice team. Eigentlich echt ganz nice. Ah, da habe ich ein bisschen Sorgen gemacht zwischendurch. Aber das haben wir einfach halt verdient. Das sind tolle Spiele einfach, wo man erkennt, was die Taktik ist. Dass man halt keinen Scheiß baut. Bim, 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 bim. Der Sound ein bisschen fies. Ups, ich mach den dann. Gucken wir uns nochmal den Graf an. Na, das sind schon so 6.000, 7.000, die sie vorne lagen. Das war hier, das war dieser, um die, hier habe ich meinen Radiance bekommen, das war der Teamkampf, den wir da gedreht haben. Und vorher haben wir schon ein bisschen zurückgeholt, das Spiel. Ja, am Ende war ich dann gut gefarmt. Ich überlege noch gerade die Laning Phase am Anfang.
Fegen haben wir schon ganz gut kontrolliert, direkt zum Start mit dem Doom und dem Ogre. Was schon eine sehr nervige Lane ist, beide sehr tanky, beide auch mit dem Ignite und mit dem Spells, je nachdem, was der Doom von den Creeps bekommt, sehr anstrengend, aber haben wir ebenfalls gut gegengehalten, auch als die Verstärkung kam, als sie dann zu dritt oben waren. Mein Farm war ein bisschen langsam. Obwohl, es geht eigentlich. Ich hatte ja Treads und Vanguard. Vanguard ist auch schon ein teureres Item. Und hatte dann Radiance. Bei welchem Timing? 24 Minuten Radiance. 21 Minuten Radiance. Ja, so also hier das Vanguard halt. 12 Minuten, dann die Treads. Das war schon nötig, weil die halt sehr anstrengend waren. Aber das Radiance ist ein bisschen spät. Ein bisschen später, als ich es gerne hätte. Aber hat noch gereicht. Ja, ansonsten alle einfach schön gespielt. Das war mal ein richtig tolles Spiel. Weil die haben auch nicht schlecht gespielt, muss man schon sagen. Zum größten Teil. Sie haben gut Druck gemacht und haben dann einfach. Ja, sie haben eigentlich echt gut Druck gemacht. Sie haben die Tower geholt und dann hatten sie einfach diesen Zeitpunkt, dass ich es halt rechtzeitig geschafft habe an Radiance Zone. Das Radiance war in den Teamkämpfen so entscheidend. Das macht so viel Schaden dann. Zu diesem Zeitpunkt, Level 24, da haben die noch nicht viele Items. Da zerlegten Radiance, Ulti. Das Team einfach mal völlig. Vor allem, wenn wir die Kombination haben, dann mit einem Phoenix-Ulti und der Magnus, wenn er ein bisschen Zeit hat, das war halt das Gute, dass wir lange genug überlebt haben. Da hat der Magnus, musste keinen Panik-Ulti machen, sondern konnte sich in Ruhe positionieren, hat ein paar richtig gute Ultis gemacht. Und Radiant's Mist-Chance natürlich auch für Phoenix richtig gut. Also da waren ein paar gute Kombinationen. Der eine große Fehler, der uns noch geholfen hat, war vor dem Rosh-Fight, der Doom in der Mitte. Das war ein bisschen zu sorglos. Das hätte nicht passieren dürfen, aber ansonsten haben die eigentlich auch größtenteils gut gespielt, aber hatten einfach keine Chance mehr gegen unseren Teamfight. Von daher fand ich es auch gut, dass sie es erkannt haben. Wie gesagt, sie haben erkannt, dass das problematisch wird und haben es versucht, rechtzeitig zu beenden. Und wir sind gerade rechtzeitig, muss man schon sagen, wirklich gerade rechtzeitig online gekommen mit dem Blinkdagger und dem Radiance, um das noch drehen zu können.